Herzlich willkommen zurück zu Civilization Beyond Earth und wir haben unseren Krieg gegen die Aliens, wie es scheint, gewonnen. Fürs Erste. Und das heißt, wir können jetzt eigentlich mal anfangen, eine Stadt zu gründen und Handel einleiten und alles und uns ein bisschen auf die zivilen Sachen konzentrieren. Wobei ich ein bisschen Gefühl habe, dass der Krieg will, weil der hat so viele Soldaten und so. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Ich sollte außerdem auch mal ein paar Generatoren bauen. Ich merke langsam, dass die Energie etwas knapp wird. Und den hier, den schicke ich jetzt mal zum Erkunden, jetzt wo der Krieg vorbei ist. So. Expedition abgeschlossen und wir bekommen wieder eine Einheit geschenkt, ein Manticore diesmal. Okay, das ist jetzt nicht so stark. Ich überlege, ob ich den einfach in die Stadt schicke und den dort bewachen lasse. Andererseits ist deren beliebtestes Gebiet natürlich außen. Im Außeneinsatz. Aber da die so langsam sind, bringt es nicht viel, die groß irgendwo hinzuschicken. Schicke ich den hier mal einfach zum Bewachen hin. Der muss jetzt erstmal zurück zur Stadt, um sich neu einzudecken. Ah, hier oben haben wir auch die strategischen Ressourcen jetzt. So, dann können wir den mal hier runterschicken. Gucken, was da noch so in den Wüsten ist. Den mal da drüben erkunden lassen. Boah, einfach mal auf bereit gehen hier. Bis der Siedler kommt. 7 Runden noch. Doch da oben mal gucken, hier in diesem Zweig, was es da noch so gibt. Erstmal darüber. Was ist denn das da? Ah, Chitin. Ich denke, ich werde meine Stadt dann hier in dieser Bucht drin bauen. Dann habe ich hier noch Zugriff auf 2 Minen, auf Resilin und auf Xenomasse oder wie das heißt. Basalt, okay, Korallen. Können die auch schwimmen? Die können, glaube ich, nicht schwimmen, ne? Okay, der scheint hier in der Ecke zu sitzen. So langsam bildet sich so die Form unseres Kontinents heraus. Es hat also diesen selben Entdecker-Aspekt wie Civilization, das definitiv. Aber ich denke, das Problem derzeit ist halt noch, dass ich nicht einschätzen kann, wie wertvoll Ressourcen tatsächlich sind. Und daher natürlich jetzt den einen oder anderen Fehler begehen werde. Ich glaube, hier oben werde ich dann auch noch einen Außenposten gründen. Wegen dem Erdöl. Ich glaube, den braucht man für ziemlich viel. Ich kann mal gucken, was ich sonst noch für Quests hatte. Eine petrochemische Anlage, dafür brauche ich Erdöl. Erforschen Sie das Computerwesen. Einen Außenposten bauen und einen Belagerungswurm töten. Okay. Ja, das mit dem Belagerungswurm passiert erstmal nicht. So, denen geht's hier wohl ziemlich gut da. Das ist halt cooler Berg da. Okay, das Kooperationsabkommen ist beendet. So, Fernbasis 1 wurde entdeckt. Das heißt, die gibt's schon wieder. Gab's ja schon einmal. Wenn man eine neue Nachbarin trifft, sollte man sie mit... So, Alien-Technologie. Jetzt kann ich dann mal endlich dieses Zeug da nutzen, was es da gibt. Das wird ganz praktisch sein. Ich möchte da gerne durch. Ich möchte da noch sehen, was da hinten dran ist. So. Wow, okay. Jetzt kann ich natürlich anfangen, in Richtung Harmonie zu gehen, indem ich da anfange, Harmonie zu benutzen. Ja, genau, da könnte ich eben jetzt... Okay, was sagen mir denn meine Berater? Weil es ist echt viel Zeug hier, also krass. Wie viele Taktiken da auch dann im Multiplayer-Bereich möglich werden, in was man baut.
Es wäre halt vielleicht nicht dumm, eine Raketenbatterie zu bauen, einfach für den Fall, dass die mich tatsächlich angreifen, die Herren da von dem Mann. Ah, da gibt's auch einen Verteidigungsring, der mich besser schützen würde. Ich denke, ich sollte definitiv mal etwas erforschen. Ich denke, ich unterschätze diesen Effekt, weil hier kostet es mich nur 16 Runden und dadurch würde ich mich mal meiner Affinität nähern, die ich ja möchte eigentlich. Also tue ich das jetzt. Energiesysteme, so. Dann kann ich, glaube ich, meine Soldaten nämlich upgraden, wenn ich das tue. Denn ich weiß nicht, wie weit ihr schon erkundigt habt, aber es ist hier so, dass die Einheiten... Oh, eine alte Grabstätte entdeckt. Wie kommt denn das dahin plötzlich? Achso, ich habe ganz vergessen. Ich muss ja eh zurück zu meiner Hauptstadt. Stimmt. Also mal vorwärts. Durch das Meer erstmal. Wo gründet man einen Außenposten? Einen Außenposten gründen. Genügt Nahrung. Okay, das ist alles, was ich wissen muss. Aber Empfehlungen geben sie hier nicht. Doch, geben sie da, sagen sie da oder da. Also, was die Reichweite angeht, variieren sie sehr stark. Aber das sind doch Scheißorte. Also, sorry. Mit allem Verlaub. Aber... Ich meine, ja, ich habe hier recht viel Alienmasse drumrum, aber... Was natürlich dann viel Nahrung gibt. Gut, hier hätte ich dann eine Hafenstadt... Ich möchte lieber hier hin. Also vorwärts, meine Siedler. Ja, eben, seht ihr jetzt, hier sind schon die geupgradeten Einheiten. Die da haben. Okay, Quest aktualisiert. Bauen Sie hier eine Expedition. Ja, das können wir machen. So, und was haben wir hier? Zellzuchtstation. 2 Gesundheit derzeit. Ich sollte das ein bisschen höher halten. Aber bevor ich das tue, baue ich jetzt erstmal einen Handelskonvoi. Weil das fehlt hier die ganze Zeit schon. Ich sollte diese Boni mal nutzen, die mir die Handelskonvois geben. Ah, der baut hier um einiges schneller als ich. Der hat schon seinen dritten Außenposten errichtet. Dafür ist seine Hauptstadt nicht so groß. So, unsere Erkundungseinheit fährt da herum. Ja, die behalte ich lieber als Kampfeinheiten da. Questentscheidung. Unser Kolonialnetz wird jetzt durch einen Thoriumreaktor mit Energie versorgt. Die Bevölkerung hat sich bereits an sein sanftes Brummen und Leuchten gewöhnt. Da der Reaktor so effektiv ist, ist er kaum ausgelastet. Wenn wir weiter hochfahren, können wir Energie für die erhöhte Produktionsgeschwindigkeit ableiten oder wir könnten sie einsetzen, um neue Einheiten Gebäude zu errichten. Beides wäre von großem Nutzen. Plus 2 Energie durch Thoriumreaktoren oder plus 1 Produktion. Da ich derzeit einen recht niedrigen Energieausstoß habe, nehme ich mal Energie. Ich werde dann auch demnächst mal ein paar Generatoren Energie... Ich meine, klar ist meine Energie abgesunken, weil ja dieser Satellit abgestürzt ist, den man am Anfang bekommt. So, der hat jetzt auch seine Außenposten gegründet. So, und da drüben gucken wir uns noch da um. So, jetzt habe ich so ein bisschen die Küsten erforscht, wie es aussieht. Jetzt muss ich noch da und da herausfinden, wie weit es da reicht. Boah, ich halte hier mal auf Bereitschaft einfach. Ich habe derzeit eigentlich nichts zu tun für die. Da wir jetzt echt die Aliens hier ziemlich ausgerottet haben. Ich finde es aber interessant, dass trotzdem... Oh, was ist denn da? Da ist ein Außenposten von... Ja, die Erde ist rund. Aber interessanterweise kann ich trotzdem nicht da einfach über die Landkarte gucken. Es stoppt einfach, wenn ich hier versuche... Nein, hier darf ich nicht. Muss man dafür was freischalten? Das kann ja nicht sein. Okay, also Aliens können offensichtlich nicht schwimmen. Das ist mal interessant, gut zu wissen. Das heißt, man kann eigentlich immer ins Wasser fliehen. Wobei natürlich im Wasser einfach auch Feinde sein können. Ich glaube, da oben ist irgendwo ein Alien-Nest, so wie das hier aussieht. Da sind die ganze Zeit Aliens hier am Rumrennen. Solange sie mich nicht angreifen, das ist mir ziemlich egal, aber trotzdem. So, und dann möchte ich den gleich mal... Da brauche ich mich nicht jedes Mal darum zu kümmern, wo der langläuft. So, Handelsweg einrichten. So, und dann können wir jetzt entweder mit Krabbe... Oh, das gibt ja enorm viel Zeug.
Das hätte ich schon lange machen müssen. Also mit denen bringt es mir mehr Wissenschaft dafür. Ja, definitiv mit Prosperität handeln. Los geht's. Ja, das bringt ja enorm viel. Also da muss ich auch gleich einen zweiten hinterher schicken. Das ist ja total krass, wie viel das bringt. Und gleich können wir unsere eigene Stadt bauen. Ja! Unser erster Außenposten. Bin so aufgeregt. So. Die sind jetzt erfreut, dass wir einen Handelsweg miteinander haben. Vielleicht sollte ich mir ihm auch eins einrichten. Das würde mich vermutlich dafür beschützen, vorerst angegriffen zu werden. So, Außenposten gründen. Oh, ich erhalte außerdem einen Soldaten dafür. Für den Außenposten. Den schicke ich doch gleich mal rein, um den Außenposten zu beschützen. So, der hat die Plantage fertig gebaut. Da ist immer noch Miasma drauf. Ich muss unbedingt dieses Miasma entfernen, die Miasma-Entfernungstechnologie lernen. Zeit tut es nämlich zu sehr weh, auf sowas zu arbeiten. Mal ganz kurz gucken, wo die ist. Die Miasma-Entfernungstechnologie, die war irgendwo, glaube ich, da rechts irgendwo, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Miasma entfernen. Alienbiologie. Ah, hier, 12 Runden. Und würde mich in Richtung Harmonie schicken. Interessanterweise, wieso auch immer. Ah, und Bautrupps nehmen keinen Schaden mehr dadurch. Okay. Ach genau, wenn ich Supremacy außerdem... Genau, man kriegt auch noch so kleine Boni durch die Sachen hier. Also zum Beispiel würde ich hier dann zwei Expeditionen bauen können. Sonderbares in der Nähe bemerkt. Sehr gut hast du es gemacht, Erkunder. Wow. Das liegt ja auch nur genau vor unseren Grenzen. Du bist ein schlauer Junge. So. Und da können wir jetzt unseren Alienbrunnen bauen. Ah, ihre Kolonie liegt da. Meine liegt hier. Vielleicht baue ich hier noch eine Stadt in die Mitte, einfach nur um das Gebiet für mich zu beanspruchen. Aber was die wertvollen Ressourcen angeht, müsste ich eigentlich erstmal eins jetzt da oben bauen, damit ich mir irgendwo auch mal ein bisschen Öl sichern kann. Das wäre auch nicht so unfruchtbar, das Land. Also da hätte ich auch viel... Ich weiß eigentlich, wie nah ich an diesen Forts bauen darf und so. So, Xenomas für Brunnen. Plus 3 Nahrung. Und dann bekomme ich diese Xenomasse auch als strategische Ressource. Was auch immer die mir dann bringt. So, Expedition bauen. Auf geht's. Ich habe das Gefühl, die wollen da noch eine Stadt mehr gründen. So, der Außenposten breitet sich ein bisschen aus. Ich glaube, wenn der komplett drumrum hat, dann wird er zu einer richtigen Stadt. Ich sollte den da mal da hochschicken. Weil das dann geht. Da drüben kann ich gar nichts sehen, oder? Nur die Größe ihrer Städte. Freeland. Ist das eine Hauptstadt tatsächlich? Wow, die ist aber niedrig noch. Wenn das eine Hauptstadt ist. Hauptstadt hat sie. Okay, da heißt schon wieder, das empfiehlt damit noch einen Außenposten zu gründen, okay. Ja, ich habe immerhin 9. Ich glaube, ich bin ganz gut dabei noch. Aber nicht vergessen, dass ich nicht auf normal, sondern moderat spiele. Was sind das da? Ach, Miasma-Felder meiden die Handels. Außenposten. Achso, dann würde ich den schneller wachsen. Überhaupt keinen Umweg, nein! Okay. Dann würde der ein bisschen schneller wachsen. Aber ich finde Energie und Wissenschaft wichtiger. Deswegen handle ich mit den Slawen. Und dazu kommt, dass ich sie dadurch vielleicht auch ein bisschen entmutige, mich irgendwann mal anzugreifen. So, soll ich jetzt noch einen Wissenschaftler mehr losschicken, ist die Frage. Oder baue ich erstmal ein bisschen Zeug?
Also gerade nicht. Ich glaube, ich warte jetzt erstmal, bis ich wieder eine stille Stufe erreicht habe. Das heißt, ich suche mir irgendwas so für 11 Runden oder so. Temperaturanlage. Labor plus 2. Plus 2 ist so eine, ja. Pharmalabor plus 2 Gesundheit. Ich nehme mal die Zellzuchtstation. Und damit endet auch schon wieder diese Folge. Bis zum nächsten Mal.